Um die Spaltenbreite zurückzusetzen, wählten Sie zunächst GS-Verein. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start und geben in dieses Feld RegEdit ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Enter. Es öffnet sich der Registrierungseditor. Hier wählen Sie den Schlüssel HKeyCurrentUser, anschließend Software, danach GS, wählen Verein und wechseln zu M-Fields. Hier löschen Sie den entsprechenden Unterordner. Durch Löschen des Unterordners Buchungen wird die Liste aller Buchungen zurückgesetzt. Löschen Sie Kursplan, setzt es die Spalten der Kursverwaltung zurück. Bei Entfernen des Unterordners Mahnungen werden die Spalten der Mahnungen zurückgesetzt. Löschen Sie den Ordner Mitglieder, setzt es die Spalten in der Mitgliederansicht zurück. Wenn Sie den korrekten Ordner gelöscht haben, schließen Sie die Windows Registry und starten das Programm neu.